Herzlich willkommen zu einem neuen Lernvideo. Heute untersuchen wir die Monotonie von Funktionen. Wir beginnen mal mit einer kurzen Wiederholung zur Monotonie aus dem Video zur Monotonie allgemein. Wir erinnern uns, dass wir damals eine Funktion von t nach r betrachtet haben, wobei i eine Teilmenge des Definitionsbereiches war. Und diese Teilmenge des Definitionsbereiches haben wir auf das Monotonieverhalten untersucht. Wir haben gesagt, dass i streng monoton steigend ist, wenn für alle x aus i gilt, dass f' von x größer als 0 ist. Wir haben gesagt, dass die Funktion auf diesem Teilintervall streng bzw. monoton fallend ist, wenn für alle x aus i gilt, dass f' von x kleiner als 0 ist. So viel mal zur Wiederholung. Kommen wir nun zu etwas Neuem, und zwar wie wir mit Hilfe der Ableitung berechnen können, ob die Funktion nun monoton steigend oder monoton fallend in diesem Bereich ist. Hierzu werden wir eine Art Algorithmus, also eine Abfolge angehen, Schritt für Schritt, wie wir überprüfen können, ob die Funktion in diesem Bereich eben monoton fallend oder monoton steigend ist. Im ersten Schritt müssen wir mal überprüfen, ob die Funktion überhaupt überall definiert ist. Also, wir müssen einfach schauen, ob es beispielsweise Stellen in der Funktion gibt, die eben nicht angenommen werden dürfen. Also ein Beispiel wäre hier, f von x gleich 1 durch x. Bei dieser Funktion dürfte zum Beispiel 0 nicht angenommen werden. Also x muss ungleich 0 sein. Sollte das eben so sein, dass beispielsweise hier unser Definitionsbereich gleich r wäre, so müssten wir das Intervall aufteilen, was wir untersuchen wollen. Das heißt also, wir müssen die 0 ausnehmen. Sprich, wir müssten die Funktion untersuchen von minus unendlich bis 0 und von 0 bis plus unendlich. Also wir müssen das Intervall einfach aufteilen. Kommen wir nun zum Schritt Nummer 2. Beim Schritt Nummer 2 unterteilen wir, beziehungsweise da unterteilen wir noch nichts, es kommt erst beim dritten Schritt. Hier wollen wir mal nur grundsätzlich schauen, wo wir potenzielle Extremstellen haben. Also wir schauen, wo f' von x gleich 0 ist. Dabei werden wir einige Stellen immer erhalten, wo eben potenziell, wie schon gesagt, ein Extremum vorliegen kann. Überlegt euch mal ganz kurz selbst, wieso wir gerade auf die Extreme losgehen. Die Auflösung gibt es gleich. Kommen wir nun zur Auflösung, warum wir uns gerade die Extreme anschauen. Wir wissen ja bereits, dass Extreme, so sie auch wirklich Extreme sind, einen Wechsel der Monotonie zur Folge haben, also einen Übergang von monoton fallend zu monoton steigend, von monoton steigend zu monoton fallend. Und dass auch f' von x gleich 0 nicht gleich bedeuten muss, dass hier ein Extremer vorliegt. Sprich also, es müssen noch weitere Schritte normalerweise durchgeführt werden, damit ein Extremer wirklich vorliegt. Wir müssen zum Beispiel schauen, ob wirklich ein Wechsel der Monotonie vorliegt. Nur können wir ganz sicher sagen, dass es nur an solchen Stellen zu einem Wechsel der Monotonie kommen wird, wo f' von x gleich 0 gelten wird. Also sind das quasi unsere potenziellen Stellen, wo ein Wechsel durchgeführt werden kann und zwischen welchen wir unsere Intervalle betrachten müssen. Deshalb wechseln wir dann gleich zu Schritt 3. Wobei es bei Schritt 3 eine kleine Unterteilung gibt. Es gibt einen Schritt 3a, welcher ein bisschen schneller vonstatten geht als Schritt 3b. Bei Schritt 3a ist es nämlich so, dass keine Extremer vorliegen. Sprich also, wenn wir f' von x gleich 0 setzen,
bekommen wir also keine Lösung raus. Also es gibt keine x, für welche f' von x gleich 0 wird. Deshalb ist dies ein möglichst dankbarer Fall, denn hier müssen wir nur die Funktion selbst untersuchen und keine Unterteilung vornehmen, weil es ja keine Extreme gibt. Also würde man sich in diesem Fall einfach ein x aus dem Definitionsbereich wählen und dieses x dann einfach einsetzen. Also einfach in f' von x einsetzen und schauen, ob das jetzt kleiner 0 ist oder ob f' von x größer als 0 ist. Ist also f' von x kleiner als 0, so wissen wir, dass unsere Funktion in diesem Bereich streng monoton fallend ist. Ist f' von x größer als 0, so ist sie in diesem Bereich streng monoton wachsend. Kommen wir zu Schritt 3b. Bei Schritt 3b haben wir im zweiten Schritt jetzt wirklich Extreme auch gefunden. Also, wir müssen eine Unterteilung vornehmen. Deshalb ist es auch ein bisschen mehr Aufwand. Sagen wir haben in Schritt 2 zwei potenzielle Extreme, x1 und x2 gefunden. Nun müssten wir, so unsere Definitionsmengen gleich die reellen Zahlen sind, sagen wir jetzt mal salopp, folgende Unterteilung vornehmen. Wir wollen ja die ganze Funktion betrachten. Und wir wissen ja bereits, wie wir vorher gesagt haben, dass nur bei den potenziellen Extremstellen auch wirklich ein Übergang der Monotonie stattfinden kann. Also dass wir nur zwischen diesen die Monotonie betrachten müssen, beziehungsweise da vor diesen die Monotonie betrachten müssen. Ändert sie sich nicht, haben wir halt einen Schritt zu viel gemacht, aber es kann eben auch zu einer Änderung kommen. Also müssten wir folgende Intervalle betrachten. Minus unendlich bis x1. Also hier interessiert uns zum ersten Mal die Monotonie. Dann von x1 bis x2 interessiert uns das Monotonieverhalten. Und von x2 bis plus unendlich interessiert uns das Monotonieverhalten der Funktion. Zwischen diesen Intervallen, also zum Beispiel zwischen x1 und x2, bleibt das Monotonieverhalten garantiert gleich, weil es eben, wie schon gesagt, sich nur an den Extremen ändern kann. Das heißt, so können wir den Bereich einschränken, welchen wir untersuchen wollen. Und die Untersuchung läuft dann einfach so ab. Ich wähle aus dem ersten Intervall einen Punkt aus dem Inneren des Intervalls, also irgendeinen Punkt zwischen minus unendlich und x1, also irgendein x-Wert zwischen minus unendlich und 1, und setze es ein, so, dann nehmen wir es jetzt einfach mal x, also in die Funktion f' setzen wir es ein und schauen, ob es kleiner oder größer als 0 ist. Das gleiche gilt dann auch für die anderen Intervalle. Auch hier setze ich einfach einen x-Wert aus dem Inneren ein und erhalte dann somit, ob die Funktion in diesem Bereich streng monoton wachsend oder streng monoton fallend ist. Das Ganze etwas klarer wird, betrachten wir zwei Beispiele. Beim ersten Beispiel betrachten wir folgende Funktion. Wir betrachten die Funktion f von x gleich x hoch 3 minus 3x² plus 5. Und wir gehen hier jetzt eben Schritt für Schritt vor. Wir wollen eben untersuchen, wo die Funktion welches Monotonieverhalten aufweist. Bei Schritt 1 müssen wir ja schauen, ob es Stellen gibt, wo diese Funktion nicht definiert ist. Den ersten Schritt können wir überspringen. Die Funktion ist durchgängig definiert. Bei Schritt 2 schauen wir jetzt, wo die Funktion potenzielle Übergänge der Monotonie, potenzielle Extreme hat. Schritt 2.
Wir setzen also f' von x gleich 0. Dazu brauchen wir natürlich mal die erste Ableitung der Funktion. Die erste Ableitung der Funktion ist f' von x gleich 3 mal x² minus 6x und plus 5 fällt weg, ist ja nur eine Konstante. Jetzt müssen wir das 0 setzen. Also wir schauen, also wir setzen einfach 3x² minus 6x gleich 0 und erhalten, also ich werde das jetzt nicht vorrechnen, ich werde einfach die Nullstellen angeben, x1 ist gleich 0, ist eine Nullstelle und x2 ist gleich 2, ist eine Nullstelle der Ableitung, also eine potenzielle Extremstelle. Das heißt, wir wissen jetzt, wie wir eine Unterteilung vornehmen müssen. Gehen wir also zu Schritt 3b. Schritt 3b deshalb, weil wir ja Extreme gefunden haben. Wir unterteilen die Funktion nun wie folgt. Die Funktion ist, vielleicht sollte man das noch dazu sagen, auf den reellen Zahlen definiert. Also d ist gleich r. Kommen wir nun zu Schritt 3b. Bei Schritt 3b notieren wir uns nun unsere gefundenen Unterteilungen. Jene Unterteilungen, welche wir mit Hilfe unserer potenziellen Extremstellen gefunden haben. Diese wären minus unendlich bis 0. Hier könnte man übrigens auch eine eckige Klammer machen, denn die 0 kann ja durchaus auch mit betrachtet werden. Wir jedoch interessieren uns ja eigentlich nur für die Intervalle, also wirklich nur für den tatsächlichen Bereich, welcher für unsere Monotonie relevant ist. Und deshalb nehme ich die 0 jetzt hier mal nicht dazu, also das ist auch ein bisschen Geschmackssache. Das nächste Intervall, welches wir betrachten wollen, geht von 0 bis zu 2. Und das letzte Intervall, welches wir betrachten wollen, geht von der 2 bis zu plus unendlich. Nun wählen wir eine Zahl aus dem Inneren der jeweiligen Intervalle, um feststellen zu können, ob die Funktion in diesem Bereich nun monoton fallend oder monoton steigend ist. Zur Erinnerung nochmals die Ableitungsfunktion, sie lautet f' von x gleich 3x² minus 6x. Wir wählen nun einen Wert, wie schon gesagt, aus den Inneren der jeweiligen Intervalle. Beginnen wir mit dem ersten. Ein Wert aus minus unendlich bis 0 wäre beispielsweise minus 1. Also setzen wir in unsere Ableitungsfunktion f' minus 1 ein. Und minus 1 in die Ableitungsfunktion eingesetzt ergibt nichts anderes als die 9. Und diese 9 ist größer als 0. Die Funktion ist in diesem Abschnitt somit streng monoton steigend. Nun kommen wir zum zweiten Abschnitt. Auch hier wählen wir eine Stelle aus dem Inneren. Dieses Mal wählen wir die Stelle 1. Also setzen wir in f' die 1 ein. Hier erhalten wir in unsere Ableitungsfunktion eingesetzt die minus 3, welche kleiner als 0 ist, was somit bedeutet, dass die Funktion in diesem Abschnitt streng monoton fallend ist. Kommen wir zu unserem letzten Abschnitt. Wenn wir eine Stelle aus diesem wählen, diese soll die 3 sein,
erhalten wir die 9, welche größer als 0 ist. Und das wiederum bedeutet, dass die Funktion in diesem Abschnitt streng monoton steigend ist. Damit haben wir die Funktion am gesamten Intervall untersucht und wir wissen genau, wo sie welches Monotonieverhalten aufweist. Kommen wir nun zum zweiten Beispiel, welches wir betrachten wollen. Wir betrachten die Funktion f von x gleich 1 durch x. Jene Funktion haben wir schon mal kurz angesprochen. Hier haben wir nämlich ein kleines Problemchen. Wir wollen die Funktion einmal auf die reellen Zahlen betrachten, also in R. Jedoch stellen wir jetzt dabei fest, dass es eventuell zu einem Problem im Definitionsbereich kommen kann. Und zwar ist hier, wie wir schon wissen, eine Division durch 0 nicht erlaubt. Denn 1 durch 0 ist eben nicht definiert. Also müssen wir unseren Definitionsbereich überdenken. Also im ersten Schritt legen wir eben nun jenen Bereich fest, in welchem wir die Funktion ab jetzt betrachten. Wie bereits erwähnt, ist diese Funktion eben für die 0 nicht definiert. Das heißt, um diesen Bereich herum bauen wir uns unseren Definitionsbereich auf. Und dieser wäre dann eben von minus unendlich bis zu 0. Hier ist es eben jetzt ganz wichtig, dass die 0 wirklich nicht dabei ist. Also hier ist es nicht mehr so, dass man sagen kann, okay, man kann sie auch dazu nehmen. Hier darf sie wirklich nicht dabei sein, weil die Funktion hier nicht definiert ist. Also von minus unendlich bis 0 und von 0 bis plus unendlich. Wäre in jener Definitionsbereich, auf welchem wir unsere Funktion jetzt auf die Monotonie untersuchen. Im zweiten Schritt suchen wir jetzt wiederum nach unseren potenziellen Extremstellen. Also nach jenen Stellen, wo es einen Übergang in der Monotonie geben kann, so es eben eine Extremstelle ist. Die Ableitung unserer Funktion ist nichts anderes als minus 1 durch x². Wenn wir jetzt versuchen, minus 1 durch x² 0 zu setzen, werden wir feststellen, dass es keine reelle Zahl für x gibt, sodass hier ein 0 rauskommt. Also gibt es keine potenziellen Extremstellen, beziehungsweise gar keine Extremstellen. Weil es nicht mal eine potenzielle Extremstelle gibt. Keine Extremstellen. Dann kommen wir zu Schritt 3. Dieses Mal können wir zu Schritt 3a schreiten. Denn wir haben ja keine Extremstellen gefunden. Dritter Schritt A. Wir wissen eben, dass wir unsere Funktion im Bereich von minus unendlich bis 0 und 0 bis plus unendlich betrachten müssen. Das haben wir eben beim Definitionsbereich so festgelegt. Und wie wir wissen, setzen wir dann bei Schritt 3a jeweils einfach wiederum eine Zahl aus dem Inneren dieses Definitionsbereiches in unsere Ableitungsfunktion ein. Unsere Ableitungsfunktion haben wir nochmal hier oben zur Erinnerung. Und in jene setzen wir jetzt Werte aus diesen Bereichen ein. Für den Bereich von minus unendlich bis 0 nehmen wir unsere nun mittlerweile schon fast standardisierte minus 1. Also wir setzen f' minus 1 ein. Wenn wir in f' minus 1 einsetzen, sehen wir x², also wir setzen in unsere Ableitungsfunktion m die minus 1 ein, wir haben dann minus 1 zum Quadrat ist 1, wir haben vorne noch ein Minus, das heißt, wir haben hier minus 1, welches kleiner als 0 ist. Wir wissen schon, wenn wir einen Wert in die Ableitungsfunktion einsetzen, welcher kleiner als 0 ist, dann ist die Funktion streng monoton
fallend. Wiederum die gleiche Vorgehensweise für den rechten Teilbereich, also jenen von 0 bis plus unendlich. Auch hier setzen wir der Einfachheit halber die 1 ein und erhalten wieder minus 1, welches kleiner als 0 ist und die Funktion ist somit auch in jenem Bereich streng monoton fallend. Also ist die Funktion durchgängig einfach streng monoton fallend. Damit wären wir am Ende unseres Beispiels angekommen und damit auch am Ende des Lernvideos. Wie immer hoffe ich, dass es lehrreich war und dass wir uns im nächsten Video wiederhören. Bis dann!